Vielen lieben Dank, Mario, an dich fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. S3 Bastian, danke schön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. So Leute, damit ein herzliches Willkommen im Stream. Ihr wisst ja immer, der erste Song und so, ja, der erste Song ist halt immer ein wenig so, ich lasse ihn laufen, damit man ihn in Ruhe, in Entspannung genießen kann. So, Stockinator, Dankeschön fürs Abonnieren und Willkommen bei den Drachis. Alter, was ist denn heute los? Es ist ja schon der dritte Abonnent, krass. Vielen Dank für die ganzen Likes und Barren auch, Leute. Guten Abend, Drache, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Mir geht's gut, dankeschön. Ich hoffe, euch auch allen. Dankeschön. Ja, und... Also mir geht's auf jeden Fall echt gut, ja. Ist dir in Extremo nicht zu weich? Du meinst vom Musikstil? Nö, ich mag in Extremo genauso gern wie Amon oder so. Das ist in Extremo, oder? Das war in Extremo. Das jetzt ist... Das hier ist jetzt Dragon Force. Das ist Speed Metal. So, Skimp 2. Dankeschön für 1000 Barren. Alter, was ist denn heute los? Heftig. Vielen Dank für eure Unterstützung. Danke, Leute. Und Mario Fan hat auch nochmal 1000 drauf. Was zur Hölle? Alter, was geht denn heute ab? Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Danke, Leute. Sau cool von euch. Vielen lieben Dank. Skimp haut nochmal 100 Barren raus. Und Marion, Alter, was zur Hölle? Beruhigt euch mal, Leute. Wir haben gerade erst angefangen. Leute, übertreibt's halt. Vielen lieben Dank für weitere 200, für weitere 100 Barren und für... Alter, ohne Scheiß, Mario, übertreib's nicht so. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Sau krass, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was hältst du von Rammstein? Rammstein ist nebenbei ganz geil. Dankeschön, Mario. Das ist übertrieben. Wenn du schon so viel... Na gut. Koda, dankeschön. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an alle, die jetzt gerade Barren und Likes raushauen. Entschuldigt, wenn ich nicht immer auf alles gleich eingehe, aber ich muss auch ein bisschen den Chat lesen. Eine Sama, dankeschön. Santi, dankeschön. Okay, was hatten wir gerade? Was hältst du von Rammstein? Rammstein ist ganz okay. Mag ich nicht so gerne. Aber hat auch gute Lieder. Metal ist einfach die einzig richtige Musik. So sieht's aus. Drache, lass dich nicht unterkriegen. Auf keinen Fall, kein Thema. vielen Dank für deine Unterstützung. Ah, oh, voll übertrieben. Dankeschön. Zum Thema unterkriegen lassen. Ich habe im Moment ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ich das klären kann. Das hat mit meinem Hauptkanal zu tun. Es kann sein, dass es eine Weile auf dem Hauptkanal ruhiger wird. Ich kann auf dem Hauptkanal zeitlang keine Videos machen. Ich weiß noch nicht, aber im Moment schaut es so aus, dass es auf dem Hauptkanal erstmal ruhiger bleibt.
Ich werde euch auf YouTube, auf Juno auf jeden Fall Bescheid geben, wenn irgendwas sich ändert. Aber sollte es sich wirklich bis zum 7. hinziehen, also 7. das ist mein 7. Monat. Dankeschön fürs weitere Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Brutzel. Und wie gesagt, ich muss mich da in den nächsten Tagen mal schlau machen. Sollte es wirklich sein, dass es bis Juni, Juli rum dauert, dass ich wieder Videos machen kann auf dem Hauptkanal, sage ich euch Bescheid. Warum wird's da ruhig? Das will ich jetzt erst einmal anschauen, ob es ruhiger wird. Wenn ja, dann erkläre ich euch, was los ist. Wenn nicht, ich will das Game. Was? Games Video sehen. Ich will das Gamers Video sehen. Gamers? Dankeschön, TV-Mopf. Was meinst du denn mit Gamers? Also, falls das ruhiger werden wird, werde ich eventuell Vlogs auf meinem Hauptkanal, auf meinem Gaming-Kanal übersetzen. In dem Zeitraum. Magst du Ariana Grande? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ja, wie gesagt, sollte das sich bestätigen, dass es länger dauern wird, bis ich wieder Videos machen kann auf dem Hauptkanal oder wieder hochladen kann, werde ich euch Bescheid geben. Da gibt es im Moment ein Problem. Aber es kann sein, dass ich das vorher wieder klären kann. Da gebe ich euch aber nochmal Bescheid. Was ist eigentlich deine Lieblingsbier und Schnaps? Lieblingsbier habe ich keins tatsächlich. Solange man es mit Cola oder so mischen kann. Oder mit ein paar Sachen zusammen mischen kann, habe ich gegen kein Bier was eigentlich. Bis jetzt zumindest noch nicht gehabt. Grüezi, Servus, Fixi. Und mein Lieblingsschnaps ist Bacardi. Ja. Sind heute Abend Musikwünsche? Musikwünsche sind immer, nur in Ausnahmen nicht, das wisst ihr doch. So, da fällt mir allerdings ein, weil vorhin nach Rammstein gefragt wurde. Jetzt habe ich natürlich meine Tastatur wieder auf der Seite liegen. Mache ich mal mein Lieblingslied von Rammstein an. Oder eines meiner Lieblingslieder. Ich habe verschiedene Lieblingslieder von Rammstein, aber ich habe ein ganz besonderes Rammstein-Lieblingslied. Und ich dachte jetzt auch an das gerade. Und deswegen machen wir das an. Mein Lieblingslied von Rammstein ist das Lied. Moment. Nein. Ist es das Richtige? Es geht da nur lauter Covers rein gerade. Was zur Hölle? Ich gehe da rüber aufs Tab und da fliegt irgendein Hubschrauber durch. Alter, was zur Hölle? Mario, du bist ein Wahnsinniger. Hau dir nochmal voll raus. Andris, Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Vielen lieben Dank fürs Abonnieren. So, wie gesagt, ich muss mal kurz nachgucken. Mein Lieblingslied von Rammstein. Ich finde gerade kein Original tatsächlich. Ach doch. Ach, das hat nur Subtitel. Das hört sich aber merkwürdig an. Wartet mal. Das ist ein Instrumental. Ich finde nur Cover Vocals, was zur Hölle? Vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Was ist heute voll krank, ey Leute, ihr seid wahnsinnig. Phoenix hat auch abonniert. Willkommen bei den Drachis und Servus und vielen, vielen lieben Dank fürs Abonnieren. Hi und Servus. Ich finde es gerade nett. Das ist der Wahnsinn. Was zur Hölle?
will kein Cover spielen, ich will das Original spielen. Ich habe es jetzt leider nicht auf dem Rechner gerade. Das ist zwar jetzt ein Original Rammstein, aber das interessiert mich jetzt, Nightcore. Also mein Lieblingslied von, eines meiner Lieblingslieder von Rammstein ist Spring. Das ist jetzt eine Nightcore-Version, das interessiert mich jetzt gerade. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Oh Gott, diese Version. Adios mag ich nicht so gerne. Oder war das, sollte das Musikwunsch sein? So, okay, die Coverversion ist nicht so gut, wie es aussieht. Danke. System of a Down. Boah, langsam. Jetzt übertreibt das gerade ein bisschen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was hier überhaupt abgeht gerade. Okay, einen Musikwunsch habe ich jetzt von TV-Mob. Ich versuche es immer von oben nach unten durchzukaspern. Dann habe ich einen Musikwunsch von Mario. You know Feature, was hältst du von Captain Morgan? Captain Morgan ist auch ganz okay. Servus Rainer, Servus Phoenix. Ja, Musikwunsch. Ja, achso, sollte Musikwunsch sein. Okay, da musst du leider warten, da mussten wir dann nachher nochmal sagen. Boah, Mario, übertreib's nicht, dankeschön. Alter, der hat schon 1500 Barren rausgehauen, du Wahnsinniger. Und so weiter machst du, holst dir Hagen noch, ey. Wobei Hagen zu holen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Voll übertrieben. So, langsam mit den Musikwünschen. Ich habe jetzt zwei Musikwünsche gespeichert. Ich mache immer erst zwei und dann kommen die nächsten. Aber ich habe jetzt den Powerwolf und Xavier Naidoo wohl jemand noch sehen. Adios, Reise, Reise. Oder ich tue mir was, ich tue dir weh. Okay, dann überlege ich mir eins der drei, wenn ich mir das aussuchen soll. Greywolf, Dankeschön für 400 Likes zum vierten Mal, Alter. Wahnsinn, was übertreibt ihr denn heute so? Ist halt irgendwas, was ich verpasst habe? Voll übertrieben. Also ja, meine Musikwünsche wäre, tut mir langsam, Leute, mit den Musikwünschen. Irgendwie sind die ganzen Leute schon früher wie Steffi, Chep und Punras weg. Bei Steffi und Chep hast du recht. Punras habe ich aber irgendwann mal wieder gesehen. Chep kommt auch ab und zu mal. Chep. Oder was? Chep, den ich gesehen habe? Stimmt, Punras und Steffi sind weg. Chep habe ich irgendwann mal gesehen. Ich weiß aber auch nicht. Aber du hast recht, viele sind weg. Über welchen Geheimchat bekommt man das neue TS-Passwort mit? Über gar keinen. Das Passwort ist draußen im Moment. Ich feiere dich. Gibt es irgendwie eine Chance, Autogramm zu bekommen? Per Post oder so? Kein Troll. Tut mir leid, derzeit habe ich sowas gar nicht im Angebot. Allerdings werde ich mich da demnächst mit was in Verbindung setzen und mal was gucken, was ich da organisieren kann. Aber im Moment nicht. Aber ich gebe dir spätestens auf YouNow oder auf YouTube Bescheid dann. So, System of a Down, dann habe ich schon. Es kommt erstmal TV-Mob, dann kommst du. Und dann habe ich noch zwei Musikwünsche, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Ab 100 ist sogar da. Ja, YouNow ist momentan echt tot. Okay. So, wie gesagt, tut mal mit den Musikwünschen langsam, Leute. Lasst mich erstmal ein paar spielen. Ich kann nicht so schnell nachchecken. Ach, Punras, wenn man vom Teufel spricht, ja. Vielen lieben Dank auch für die Likes gerade. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, entschuldigt. Ich war schon dabei, ins Bett zu gehen. Hab mir aber gedacht, ich habe mir ja vorgenommen, zweimal täglich zu ziehen. Dankeschön, Drachen Jay. Ich habe mir ja vorgenommen, zweimal täglich zu streamen. So. Mein Problem, ich hatte jetzt vor.
Hilfe. Ich hatte ja vor zweimal täglich zu streamen. Und ich hatte es gestern schon nicht gemacht. Ich habe gestern nur einmal gestreamt. Sven, dankeschön. Und jetzt habe ich mir beschlossen, Fixie bitte nicht spammen. Unter keinen Umständen. Eigentlich würde ich dir den Musikwunsch tatsächlich gar nicht verwehren, wenn du hier spammst. Das mag ich nämlich gar nicht. Darauf reagiere ich allergisch. Sorry. Ich spiele ihn dir schon, aber das ist schon. Also für die Zukunft bitte nicht mehr spammen, ja? Hätte das ein anderer gemacht, hätte ich einfach mal gesagt, nö. Also, ne? Also, dich kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, deswegen, ja, okay. Aber nicht spammen. Das überfordert mich nur. So. So, bitte nicht über die Hater sprechen, die wollen wir nicht aufwerten, ne? Aber das versteht ihr bestimmt. Du kannst nur das Profil auf privat stellen, mit dem du dich verlinkt hast. Leider geht es auf Juna überhaupt nicht. Das ist ein bisschen doof gemacht, zugegeben. Ich find's auch blöd, dass man sich nur über andere Accounts bei YouTube, bei Juna anmelden kann. Die haben kein eigenes Account-System in dem Sinne. Man kann sich nur über andere Accounts anmelden. Das ist ein bisschen doof gemacht, das stimmt. Mario, schreib mich einfach an. Habe da ein paar Tipps, mit denen ich gerade gut lebe. Nichts gegen dich, Frank, aber allgemeiner mal ein Tipp an alle meine User, die hier dabei sind. Gebt unter keinen Umständen irgendwie eure Daten oder sowas an andere weiter oder redet nicht mit anderen irgendwie über, keine Ahnung, also seid immer sehr, sehr vorsichtig mit anderen. Nur mal als Tipp, ich sage es nicht gegen dich, Frank. Fühlte ich mich jetzt gerade nur gezwungen, das mal zu erwähnen. Meine Freundin ist gerade neben mir schlafen, aber das Stream geht vor. Oh, das ist aber ungeil, wenn du deine Freundin wach hältst. Auf Juno kann man, glaube ich, nicht privat schreiben. Rainer, die Hater bekommen eh bald Probleme mit der Polizei. Aber danke dir, Rainer. Wir schaffen das schon noch. Wie gesagt, es ist nicht gegen dich und so, ne, aber ich will nur, dass ihr alle vorsichtig seid. Also generell, auch dir würde ich das so raten. Gebt niemals untereinander die Daten weiter oder so. Auch nicht nur die Handynummer, gar nichts. Das ist ganz gefährlich enden. Haben wir alles schon gehabt. So, als Fans sind hier leider eh ein Ziel. Ja, das ist leider so. Hey, Fans sind leider immer Ziele von Hatern. Das ist leider sehr, sehr scheiße. Rainer, hast du mir nochmal... Wartet mal. Eigentlich sehr, sehr schade, ein sehr, sehr schönes Lied. Aber gut, Musikwunsch geht vor. Und jemand wollte noch was von Rammstein, habe ich gesehen. Das mache ich dann danach auch noch. Ja, schreibe mir auf Juno Mario, mein Twitter-Account ist leider noch gehackt. Wenn dein Twitter-Account gehackt ist, kann man aber auch in deinen Account rein, ne Frank? Das weißt du schon. Musikwunsch, teuer, Feierlied von... Frank schreibt dir mir... Wie gesagt, ich würde euch das nicht empfehlen. Nur so als Tipp. Powerwolf nicht vergessen. Powerwolf mache ich auch noch an, ja. Hast du einen bestimmten Liederwunsch für Powerwolf? Bestes Lied. Dankeschön, Fabio, Entschuldigung. Und Mario, nochmal Dankeschön für weitere... Boah, Alter, übertreib's halt. Dankeschön für weitere 500 Barren. Das war ich, Rammstein. Adios. Okay.
Okay, Stoginator, ich sag dir nochmal Bescheid. Wenn du mir das nochmal schreiben sollst, bitte. Sollte das bis dahin schon nach oben gerutscht sein? Phobio mit O. Achso, also doch Phobio, okay. Ich hab erst Phobio gesagt, aber ich hab dann irgendwie Fabio gelesen. Weil Phobio dachte irgendwie komisch, aber okay. Entschuldigung. Alles klar. Boah, ich bin aber auch schon so müde, ich kann kaum aus den Augen gucken, Alter. Das dann auch noch lesen zu müssen, ist natürlich nicht so einfach. So. Dankeschön für die 50 vielen lieben Dank fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Wenn es für uns nicht so heikel wäre, würde ich auch als Gast kommen. Aber irgendwie glaube ich, dass die Hater, ja, wie gesagt, ich möchte nicht immer über die Hater reden, Leute, aber wie gesagt, das ist halt, no problem, bin Italiener. Ah, echt? Cool. Nice. So, dann wäre unser Song von Eminem, dann hätten wir Rammstein und als nächstes kommt dann Powerwolf. So, den Song von Powerwolf kannst du mir nochmal schreiben. Wie hat er geheißen? Also Powerwolf und den Song bitte. Dann kann ich mir das einfach rauskopieren. Echt geiles Lied hier heute mal was Emotionales. Coole Antwort. Cool vor allem, so zu antworten. Okay. So, Sexy Dave, du musst leider warten mit deinem Musikwunsch, bis Rammstein läuft. Geh am besten gar nicht drauf ein, Mario. Ignoriere den Blödsinn. Ignoriere das einfach. Das ist das, was du machen kannst. Soll ich es dann nochmal schreiben? Wenn es bis dahin verrutscht ist, ja, kannst du es nochmal schreiben, aber gib dir Bescheid. Wenn, wie bekomme man einen Musikwunsch? Indem du Abonnent bist. Mario, dankeschön für weitere 1000. Alter, übertreibst du, du Wahnsinniger. Vielen, vielen lieben Dank, Mario. Wie gesagt, reagier auch keiner mehr drauf, alter Falter. Du bist ein... Grey Wolf, du bist ein absoluter Wahnsinniger. Wann ist jetzt echt? Der hat jetzt 10.000, der hat jetzt ernsthaft... Dieser Wahnsinnige! Ernsthaft! Mir fehlen die Worte! Mir fehlen ernsthaft die Worte! Was soll ich dazu sagen? Das ist halt echt Wahnsinn, Leute. Also, was ist heute los, Mann? Also, heute seid ihr echt verrückt ohne Ende. Scheiße, Mann, nochmal. Das ist krass. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, für eure Unterstützung. Das ist echt... Also, ohne Scheiß. Grey Wolf und Mario, Männer des Abends, auf, ohne Scheiß, Alter. Und Hashtag 12. Na, die Hashtags, die gehen immer hoch, wenn ich eine bestimmte Menge an Abonnenten, Follower, Likes und Barren und so weiter bekomme. Sie, was? Simon, dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Vielen, vielen lieben Dank. Servus.
So, was würdest du machen, wenn dich einer im Chat beleidigt? Mittlerweile nicht mehr darauf eingehen. Das habe ich lange genug gemacht, ich bin lange genug darauf eingegangen. Mein Fehler. Mittlerweile versuche ich das zu ignorieren. Und wenn jemand permanent spammt, dann schaue ich, ob ich ihn raushauen kann. Wenn es hier durchfliegt, da reagiere ich schon lange nicht mehr drauf. Mein Internet hängt voll, haben die mich gehackt? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Die können höchstens dich DDoSen, aber dafür müsstest du irgendwo sein, wo die deine IP rausfinden können. Tut mir den Musikwünschen mal langsam, Leute. Ich habe gerade noch drei Musikwünsche auf der hohen Kante, die muss ich erstmal abspielen können. So, kürzlich wurde hier was in Irland in einem Restaurant dein Lied gespielt. Arbeite da, war meine Schuld. Welches Lied? Meinst du meinen Song, den ich gemacht habe, oder was? Also das Original meinst du jetzt, oder was? Hast du einfach mal meinen Song abgespielt, oder was? Wahnsinn. Hoffentlich hast du ihn gekauft. Kauft meinen Song. Entschuldigung, Eigenwerbung. So, dann machen wir mal Rammstein an. Und dann. Ach nee, wartet mal, das ist. Hab ich da jetzt bloß das hier? Okay, dann hätten wir. Dann hätten wir das als nächstes. Und was war jetzt der nächste Song? Grey Wolf, du Wahnsinniger, übertreib's nicht. Du Verrückter. Jetzt haut er nochmal 1000 da raus und nochmal 400 Likes. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Sau cool, Dankeschön. So, Powerwolf habe ich jetzt schon angegeben. Ah ja, genau. Der Dave hatte noch einen Musikwunsch. Mario, Dankeschön für 500 Barren. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Alter, ihr Wahnsinnigen. Es ist halt eine Live-Version. Hab jetzt auch schnell nichts Besseres gefunden. Denkt noch an meinen Musikwunsch. Ja, denke ich, aber zuerst ist der Dave dran, weil der hat vorhin schon gefragt. 18,5 ist ja ein Freitag. Was? Ach, wer hat da bitte Zeit, nach A bis B zu kommen? Was genau soll das heißen? Okay, tut mal langsam. Als nächstes haben wir den Frau, haben wir dann Frauke und dann Florian haben wir dann noch als nächstes. Tut mal langsam mit den Musikwünschen bitte. Ich komme da nicht hinterher gerade. Wie läuft der? Was? Wie läuft das Abnehmen? Weiter so, Drache. Ja, im Moment läuft es ganz gut. Ich kenne mich hier in Nürnberg auch nicht so aus. Ich gehe da auch nur in die Disco. Aber wenn du morgen da bist, wird er nichts offen haben, denke ich, weil morgen ist ja Donnerstag. Und ansonsten, keine Ahnung. Vielen lieben Dank, Grey Wolf. Alter, ohne Scheiß. Ich kann mich gar nicht so oft bedanken, wie ihr hier das Zeug raushaut. Vielen, vielen lieben Dank und sorry, falls ich mich mal nicht oft genug bedanke. Kann man den Dieb nicht. Ja, kann man schon, aber das wäre mir jetzt zu aufwendig, weil. Ignoriert ihn einfach. Der hat kein Leben. Das ist die einzige Aufmerksamkeit, die er bekommen kann. Wenn ihr ihm die auch noch nehmt, dann erschießt er sich vielleicht noch. Mario, Dankeschön.
Ne, Samstag am Wochenende, aber mal schauen, gibt wohl ein sehr leckeres Restaurant mit viel Fleischsorten. Keine Ahnung, da kenne ich mich auch nicht aus. Wie gesagt, auch nur Diskus und so. Das Kino in Nürnberg ist ganz cool, der Cine Sitter, glaube ich, war das. So, hat er es. Leute, tut mir mal bitte den Gefallen und erwähnt mal bitte die Hater nicht. Ich meine es ernst, ignoriert es einfach oder versucht es mal einfach zu ignorieren. Ich weiß, es ist nicht einfach, ich bin der Erste, der das weiß. Mein TS habe ich noch, da oben ist die ID. Sollte sie zumindest sein, sollte hier oben eigentlich stehen. Wenn nicht, dann einfach mal auf den auf meinen Button da oben klicken. Dann öffnet sich das, dann müsste es eigentlich dann drinnen stehen. Dankeschön, Mario. Will mir ein Shirt von dir holen, das Drachenlord-Shirt. Cool, das freut mich. Poster gibt es übrigens auch, wenn es jemanden interessiert. So, Powerwolf hatten wir. So, Poster gibt es übrigens auch, wenn jemand Interesse hat. Die sind unter diesem Link hier erhältlich. Ich will ein Poster mit Autogramm, tut mir leid, das gibt's nicht mehr. Zumindest im Moment nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich einen anderen Shop hab, aber über den Shop geht es leider nicht. Das Lied ist so geil. Mach mal ein Video, in dem du dir ein Bart machst als Abonnentenwunsch. Wie soll ich mir einen Bart machen? So. Das Lied ist geil, ja. So, dann hatten wir noch einen Musikwunsch von Frauke, glaube ich, war das. Kannst du es nochmal reinschreiben, bitte? Florian, danke. Nee, doch Florian. Vielen Dank für 1000 Barren, du Wahnsinniges. Heute auch nochmal 1000 raus. Alter Leute, wo soll das enden? Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Krass. Wieder Platz in der Wunschliste. Ja, aber Frauke ist jetzt die nächste. Tut mir leid. Mit dem Müller-Kollegen weiß ich noch nicht. So ein Bart stutzen. Ich stütze mir meinen Bart nicht. Ich rasiere ihn ab. Und draußen regnet jetzt gerade, wie sau es aussieht. Gerne. Genau, und danach ist Florian dran. So. Tut mir leid, alter Verwalter, du musst jetzt warten. Erst gibt's, erst kommt Florian, also erst kommt Frauke nach den jetzt. Jetzt kommt dann erst einmal, nach dem Song hier kommt dann erstmal Trauerfeierlied. Keine Ahnung, wer das war. Dann kommt Frauke, ihr Song, und dann kommt Florian und dann kommst erst du, tut mir leid. Und wir sind 10, nice. Ja, wie gesagt, es liegt, daran, dass die Hölle so raushaut. Wenn ihr so viel Barren und so ein Zeug raushaut, dann geht natürlich auch das Hashtag nach oben. Und umso mehr Likes und Barren und mehr Abonnenten wir haben, umso höher wird das natürlich eingerankt. Trauerfeier lieber von mir. Ah, es war von Dave, okay.
Ich weiß, es tut mir leid, es dauert heute ein bisschen länger, bis ihr eure Wünsche kriegt. Greywolf, dankeschön fürs Abonnieren. Es dauert heute ein bisschen länger, bis ihr eure Sachen kriegt. Aber es sind halt heute so viele da. Läuft das jetzt? Ja, das läuft. So. Ich hoffe doch, ihr habt mir einen Elefant besorgt. Ich sehe prasselnde Regen, in der Masse fließen Tränen. Kinderaugen fragen, wann sie Papa wiedersehen. Es gibt noch Fotos, da kann man mich in kraftbepackter Pracht betrachten. Ich hab auch T-Shirts und Kaffeetassen machen lassen. 80 Tage. Okay, wahrscheinlich Bilder meiner straffen Brust auf alle privaten und offenen Kanäle der Blogs in den jeglichen Wochenblatt sehen. Ich gehe immer davon aus, dass das geklappt hat. Eine Tasse im Stil vom Arbeitspulli. Kann ich mal schauen, ob ich da was machen kann? Arbeitstasse oder sowas. Frauke kann ihren Wunsch vergessen. NS-Rap werden wir definitiv nicht spielen. So eine Scheiße werden wir hier nicht abspielen. Florian, du kannst mir deinen Wunsch noch mitteilen. So Mist werde ich jetzt spielen, garantiert nicht. Habe ich gerade nachgegoogelt, was es ist. Drache, wenn machst mal wieder ein Kochvideo. Ich habe noch nie Kochvideos gemacht, ich habe nur einen Vlog gemacht, in dem ich gekocht habe, ist was anderes. Wird es eigentlich, hatten wir schon? So, Kleinkind muss wieder spammen. Das unterbinden wir sofort. Frauke, sag mal, rechtsradikales Zeug wird hier nicht gespielt. Ich glaube, es hackt. Sei lieber froh, dass ich es nicht raushaue deswegen. Also Florian, du darfst dir doch dein Lied wünschen. Und nach Florian kommt dann Ding. Ja, der spammt halt, weil das wieder so Kindergarten ist. Phobio muss leider warten, weil da kommt dann noch jemand anderes und jetzt habe ich gerade Florian noch in der Warteliste. Wie findest du das Lied? Nicht unbedingt mein Stil. Wie finde das Lied? Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Soll ich dann nochmals schreiben? Kannst du machen, ja.
So, jetzt kommt erstmal das Musik, der Musikwunsch. Ach so, das hatten wir schon. Okay, das hier als nächstes. Wer hat denn jetzt noch einen Musikwunsch gehabt? Das war irgendwas mit A. Ich habe den Namen jetzt leider in den Kopf gerade. Ah, okay. Haben wir schon gesehen. So. Zusteller, Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Servus. So. Fobio, wo habe ich deinen Musikwunsch gesehen? Der war nicht so weit weg. Hier ist er. Kann ich dir als nächstes auch spielen dann? Also nach dem Song kommt noch einer und dann kommt deiner schon. Boah, dann haben wir auch die Stunde schon fast rum. Alter, was geht denn da draußen ab, Alter? Sieht fast aus, als ob es schneien würde, ey. Hardcore. Wo kann man dich am wahrscheinlichsten treffen? Nirgends. Ich weiß nie, wo ich vorher bin und selbst wenn, würde ich es auch nicht sagen, weil ich schätze meine Privatsphäre. Davon habe ich sowieso zu wenig. Vielen lieben Dank für die ganzen Likes, Leute. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Rainer? Fragezeichen? Ja? Drache? Ja? Was? Habe ich was übersehen? Entschuldigung. War was? Weil du mir meinen Namen schreibst. Drache, was ist dein Lieblings-Mario-Game? Wie man sieht, bin ich Mario verrückt. Achso. Was ist mein Lieblings-Mario-Game? Das ist eigentlich eine gute Frage. Mario Bros. 3 würde ich ganz spontan sagen. Mach gerade Lieder, das ist nicht. Ja, wie gesagt, das ist nicht böse gemeint. So was passiert halt leider mal, wenn ich so viel am Hin- und Herwuseln bin. Mein Lieblings-Mario ist definitiv Mario Bros. 3, denke ich. Ja, doch, Mario Bros. 3. Vielen lieben Dank, Mario, für nochmal 1000 Barren, du wahnsinniger Alter, ohne Scheiß. Wenn du so weitermachst, hast du gleich 15.000 Barren rausgehauen, ey. Mehr als 15.000, bist du schon mal was, fast auf 15. Boah, so ein wahnsinniger. Mario Kart 8 Deluxe oder Sunshine? Mario Kart 8 Deluxe, definitiv. Ich mag Sunshine nicht so gerne. Ist zwar ein ganz cooles Mario Game, ist aber... Saruman. Ey, ich habe echt so ein Problem mit Namen manchmal. Vielen Dank fürs Abo, vielen Dank für die 50 Likes. Oder Odyssey. Odyssey ist auch geil. Mario Kart und Mario Spiele kann man ja nicht unbedingt vergleichen, finde ich. Da müsstest du eher fragen, Mario Kart 8 oder Need for Speed Most Wanted. Zum Beispiel. Das ist ein Unterschied. Wobei man es auch nicht unbedingt vergleichen kann. Mit Mario Kart und Diddy Kong Racing damals wäre ganz guter Vergleich gewesen. Nichts gegen Sunshine, sonst gibt's Krieg. Pff, Sunshine ist scheiße. Nee, Spaß. Nee, Sunshine ist schon cool, aber es hat ein paar Stellen, die mir echt auf den Sack gegangen sind. Holger, dankeschön für 400 Likes, Alter. Was ist denn heute los? Ist heute so wahnsinnig, Alter. Voll verrückt. Voll übertrieben, Mann. Hauen die heute voll raus, die Wahnsinnigen. Wie gefällt dir die Mucke? Das ist halt Alternative, ne? Alternative Indie, glaube ich, war es jetzt. Nicht so unbedingt mein Fall, aber... Grumbier, ich weiß gar nicht, wie der Name spricht, sorry. Couch, dankeschön für 400 Likes. Rainer vs. Mario, fight! Rampage! Danke, jetzt haut er echt noch, jetzt hat er echt 4000. Du Wahnsinniger, Alter. Ohne Scheiß, ne? Vielen, vielen lieben Dank für deine ganze Unterstützung, Mario.
Das ist echt ein Wahnsinniger. Auf ihn! Nein! Rainer Wins. Na hey, aber logisch, ne? Drache und so, ne? Wobei Mario hat auch schon Drachen kalt gemacht. Nee, warte mal, das war Toad. Das war Toads Treasure Tracker. Man kann das, glaube ich, nicht verstehen. Drache ist ja sympathisch und nett. Ich kann auch anders sein, tatsächlich. Leute, die mich privat kennen, sagen zum Teil auch, dass ich privat nett bin und freundlich bin oder halt auch generell sympathisch bin. Aber ich kann auch anders sein. Also ich kann auch richtig giftig sein, tatsächlich. Ich sag das immer gerne. Im Prinzip halt wirklich so. Ja, Drache halt, ne? Drache ist freundlich, bist ein Piekst mit dem Speer und irgendwann. So, Sirene hat Mario gegen Drache. Ich gewinne. Was? So, vielen lieben Dank für die 400 Likes. Und was habe ich da oben? Namen Drache, endlich kann man ins Stream sehen. Alles klar, Servus. So, Mario, Dankeschön für 1000. Darin, Alter, da ist noch 5000 raus. Das ist ja verrückt, ey. Boah, du Wahnsinniger. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Drache ist sympathisch. Er hat zwar die eine oder andere blöde Aktion Wuselmausi, Dankeschön. Aktion gebracht. Zusteller, Dankeschön. Aber er hat. Alter, vielen lieben Dank für die ganzen Abonnenten. Alter, was zur Hölle über. Ihr übertreibt es gerade voll. Vielen, vielen Dank, Leute. Aber da hat... Und willkommen natürlich bei den Drachis. Aber das hat jeder mal und alle, die auf ihn losgehen, haben neues Niveau. Wie gesagt, ich möchte es nicht so arg ausweiten, Leute. Ruinenland in Odyssey, dann Bossfight... Mario gegen den Drachen. Ich habe gewonnen. Ruinenland, Drache. So, entschuldigt mal. Wir haben noch einen anderen Song. Wunsch gehabt. Habe ich jetzt sonderlich viele andere Songs gespielt? Nee, das war bloß einer, hoffe ich. So, muss morgen um 4 auf die Arbeit. Ah, dann solltest du dich vielleicht hinlegen. Ich mache jetzt aber auch nicht mehr. Übrigens nehme ich jetzt keine Musikwünsche mehr an. Mario, danke schön für weitere 100 Waren, ey. Ohne Scheiß übertreib's nicht so, du Verrückter. Machst du Musik oder über Spotify? Was? Nein. Ich mach Musik über YouTube. So. Wuselmausi, danke schön für weitere 100 Waren. Bist. So, Frau, okay, jetzt reicht's. Tschüss. Ich will keine Nazis hier haben. Die haben schon genug armseliger Dinger. Was ist... Gute Nacht, Rainer muss morgen leider auch um 4 Uhr aufstehen. Dir auch noch eine gute Nacht. Alles klar, hau rein. Schönen Abend dir noch, Frank.
Ist der jetzt schon gesperrt? Weil ich komme auf den Account gar nicht mehr drauf. Ich würde es schwer hoffen. Dass man sich solche Namen überhaupt geben kann, verstehe ich auch nicht. Gute Nacht, Frank. Ja. Vielen lieben Dank, Leute, für die ganze Unterstützung. Ich komme gerade gar nicht hinterher, ey. Ich bin auch gerade so müde schon, dass ich gerade schon auch kaum noch aus den Augen gucken kann. Und ich habe noch bis um 4 zu tun, ey. Boah. So. Nach dem Song haben wir jetzt dann noch Linkin Park als Wunsch und dann spiele ich noch ein paar Songs selber. Und ich denke, zwei Songs werden wir noch spielen, also drei im Ganzen noch. Dankeschön, Mario, und dann ist auch der Stream beendet. Was sagst du zu Nightwish? Gibt's da irgendwie... Ah ja, übrigens, ich habe ein Powerwolf-Shirt an, sehe ich gerade. Hab ich gar nicht gemerkt. Kommt jetzt drauf an, was du meinst. Gibt's irgendeine Nachricht über Nightwish, irgendwas, was man wissen sollte, von dem ich nichts weiß? Oder meinst du allgemein, was ich von Nightwish halte? Von Nightwish allgemein halte ich nämlich extrem viel. Die sind richtig geil. Das ist eine richtig, richtig geile Band. Danke für das Spiel meines Musikwunschstrache. Kein Problem. Habe ich vorhin extra überprüft gehabt. Das ist ja das, was jetzt gerade läuft, oder? Dein Musikwunsch. Schaust du Netflix? Natürlich. Ich schaue momentan wieder die Seven Deadly Sins auf Netflix. Vielen Dank für die Likes. Wassen, Dankeschön fürs Abonnieren und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Willkommen bei den Drachis. Ja, genau, das ist meine. Okay. Kennst du Sülz? Sülz meinst du wahrscheinlich. Wenn du die Stadt meinst oder die geografische Gegebenheit, ja. So, Wuselbär, Dankeschön. Und Mario, ich habe leider nicht gesehen, was du durchgeschickt hast, da war ich zu langsam im Lesen. Wann kommt morgen der Stream? Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. So als Anzüge. Was? Ist eine Serie ganz schön. Ganz cool. Ach so. Nö, sagt mir gerade nichts. Ach, Suiz soll es, glaube ich, heißen. Es ist schon spät. Ich sitze gut 2 Meter weg vom Fernseher. So, nicht vorletztes Lied. Nach dem Lied noch 2 Lieder. Sons of Anarchy, beste Open. Was? Sons of Anarchy habe ich nie gesehen, tatsächlich. Ist aber auch nicht unbedingt so mein Fall. Ist ja irgendwie so eine Biker-Serie und wenn ich biken will, dann fahre ich lieber selber. Habe ich mehr davon. Hast du die Walking Dead geschaut? Nein. Walking Dead habe ich auch nie geschaut, weil es mich auch tatsächlich absolut null interessiert. Breaking Bad schon gesehen, auch nicht. Interessiert mich auch nicht wirklich. Was denn das? Was das ist? Mega. Tut mir leid. Ich bike lieber selber. Welche Maschine fährst du? Derzeit fahre ich gar keine Maschine. Hab derzeit keine. Was sagst du zu Family Guy? Grey Wolf. Dankeschön für weitere 1000 Barren, du Verrückter. Das haut auch noch mal raus. Vielen, vielen lieben Dank. Family Guy ist...
Entschuldigung, aber Family Guy ist Verblödung pur. Versteh mich nicht falsch, auch ich habe South Park und Drawn Together gesehen. Und das war schon Verblödung voller pur, aber Family Guy schießt nochmal den Vogel echt ab. Tut mir leid. Also, mit Family Guy bin ich nie warm geworden. American Dad? Ja, okay. Auch nicht so meins, aber kann man auch noch gucken. Aber ja. Da hast du recht, aber lustig ist das. Das kommt darauf an. Also wirklich gelacht habe ich bei Family Guy eigentlich nie. Ich fand das nicht so lustig. Wie gesagt, wer das mag, kann das gerne gucken. Ich mag aber auch SpongeBob nicht so gerne tatsächlich. Also die Sachen, das war aber schon früher so. Kennt noch jemand die Tex Avery Show von euch? Also seid ihr vermutlich alle ein bisschen zu jung dafür. Zumindest ein paar von euch. Die Tex Avery Show kam früher mal auf Super DL. Und das war ja auch mal Verblödung pur. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich hab das früher mal angeschaut, weil so die letzte Serie war früher, die abends gekommen ist, so um 8 Uhr, bevor man sich hingelegt hat für die Schule am nächsten Tag. Und ich glaube, ich habe ernsthaft niemals es geschafft. Ich weiß nicht, was ich davon sage. Dankeschön, Negawa, für das Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Meine Güte. Was ein Kindergarten. Wo war ich? Die Tex Avery Show. Alles gerade geblitzt. Die Tex Avery Show war einfach mal sowas von Verblödung. Also echt ohne Scheiß selten was so Dämliches gesehen. Ja, es hat geblitzt. Es donnert nämlich. So. Ich poste nochmal den Link für den Poster-Shop, falls es jemand interessiert. Posterverkauf übrigens nicht mehr bei mir zu Hause. Posterverkauf übrigens nicht mehr bei mir zu Hause, nur noch im Shop. Link habe ich euch gepostet. Dankeschön, Mario. Und falls ihr irgendwelche Fake-Accounts auf YouTube findet, die irgendwas behaupten von Posterverkauf, das ist eine Lüge. Es gibt keinen Posterverkauf mehr. Und Instagram gibt's auch nicht mehr. Instagram ist auch schon gesperrt mittlerweile. Doch, du bist einfach der Boss. Nee, stimmt nicht. Ihr seid diejenigen, die mir das alles ermöglichen. Ihr seid diejenigen, für die ich das alles mache. Und ihr seid diejenigen, die mir das alles... ja, ihr habt mir das alles ermöglicht. Alles, was ich mache. Meine ganzen Videos, meine Streams, alles. Das ist alles euch zu verdanken. Nicht mir. Ich mache nur irgendeinen Blödsinn. Eigentlich wüsste ich gar nicht... Ich weiß gar nicht, warum ihr mir alle zuschaut. Ich bedanke mich aber trotzdem immer dafür. Und ich finde es auch cool. Weil letzten Endes ist es euch zu verdanken, dass ich das Leben führen kann. Wie ich jetzt führe und meine Videos mache und meine Streams mache und mein Zeug mache. Das alles ist euch zu verdanken und dafür danke ich euch. Ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, was ich Leuten zu verdanken habe, wenn sie mir helfen. Und ich vergesse sowas niemals. Bin schon lange Fan, aber im Untergrund. Okay. Vielen Dank fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. So, okay, dann hast du jetzt also quasi, Alter, wie das draußen pisst, dann hast du also quasi jetzt beschlossen, einfach mal, dich auch mal zu zeigen. Alter, hat es gerade geblitzt? Da war alles hell. Vielen lieben Dank, Mario, für... Hört mal das. Hört man das? Alter. Alter. Du warst gerade glockenhell, Alter. Und es hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, das Gewitter zieht auf uns zu, ey.
Vorletztes Lied. Drogenslayer, Dankeschön für 50 Barren. Ja, also wie gesagt, was habe ich jetzt, wo war ich eigentlich jetzt gerade? Da kommt was, oh ja. Angst. Nee, ganz ehrlich, das ist was ich nie verstanden habe. Leute haben Angst vor Gewitter. Ich habe schon als kleines Kind keine Angst vor Gewitter gehabt. Im Gegenteil, ich habe Gewitter schon als Kind geliebt, ey. Ist voll geil. Weltuntergang. Boah, hör bloß auf, ey. Dankeschön, Wuschel. Sag ich das eigentlich richtig mit Wuschel? Entschuldigung, falls nicht. Ted hatte Angst. Ted hatte Angst. Du meinst aber nicht Ted, oder? Also Ted, den Bär. Oh, Mann. Fick dich, Donner. Leck mich doch am Sack. Das sind wir auch so dämlich. Sprechender Bär. Und dann geht er auch noch her und versucht meine Tusse da. Das ist auch eine so ein verblödender Film gewesen. Aber der war wenigstens lustig. Was rauchst du zur Zeit? Ich rauche eigentlich nichts Besonderes, aber gut, dass du mich daran erinnerst. Yeah. So. Du Gesichtskrapfen, vielen lieben Dank fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Oh, eines meiner absoluten Lieblingslieder wird heute eines der Abschlusslieder für den Stream. So. Donnerbuddy. Das ist so ein dummes Ding, ey. Welche Marke? Es ist keine besondere Marke, es ist einfach eine Tschechen-Marke. Das sind Billigkippen. Ich tue das Mikro mal, muss man darüber sprechen. Ich tue das Mikro mal ans Fenster, vielleicht hört man den Donner. Okay, kommt der Malasch. War das schon alles? Na gut. Verarsch mich. Bist bei mir im Garteneinschlag, wisst ihr? So. Danke, Mario. Tut mir leid, man hat es leider nicht mal gehört. Danke an die Mods, heute sind sie mal echt fleißig, krass. Vielen lieben Dank für die 100 Barren. Namen zu sammeln. Hast du gerade abonniert und ich hab's nicht gesehen? Tut mir leid, falls ja. Vielen lieben Dank fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Mario, Dankeschön. Hab ich das jetzt zu spät gesehen? Tut mir leid. Hab ich wohl gerade aufs Fenster geachtet. Vielen lieben Dank fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Dank dir, kein Thema. Wie wird man Mod? Mod? Hier im Stream? Das geht nicht. Hier auf Juno kann man keine Mods anstellen. Das geht leider nicht. Spielst du aus der Forest? Ja klar. Bloß zur Zeit jetzt weniger. Verhältnismäßig leise. Ich habe das Mikro jetzt halt sehr nah ans Fenster. Weil das Fenster ist ja direkt hier neben mir. Ne? Also hier, da ist das Fenster. Und dann tue ich halt bloß das Mikro hinhängen. Ne? Weil das Mikro ist auf der Höhe. Ja? Wenn ich das dann dahin mache,
Also es ist ungefähr auf der Höhe. So. Ah, ich habe gerade noch den Blitz gesehen auf meinen Kameras, weil ich habe da meine Überwachungskameras. Und da habe ich gerade noch den Blitz gesehen. So lonely, Mr. Lonely, have nobody. So. Man hört's. Und auf TS, man muss. Was muss ich machen? Auf dem TS kannst du leider nur Juno Abonnent bekommen. Wenn du allerdings lange dabei bist und keinen Blödsinn machst, kannst du auf einen Drachenbaby und dann auf einen Drachi aufsteigen. Höher geht allerdings nicht. Weil ich ein festes Team an Mods habe mittlerweile. Aber als Drache kannst du eigentlich auch schon alles machen. Also du kannst da kicken, du kannst bannen, aber halt nur für eine halbe Stunde. Vom Server kicken weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber aus dem Channel kannst du kicken. Ja. Oder auch vom Server, weiß ich gar nicht. Und für eine halbe Stunde oder Stunde kannst du, glaube ich, bannen auch. Kannst du mir das YouNow Rang heimlich geben, will nur meine Ruhe und mit den korrekten Leuten reden. Ich kann ihn dir nicht heimlich geben, aber ich kann ihn dir geben, wenn du auf den TS kommst und du kannst dann in die Räume reingehen, in die die anderen User nicht reinkommen, außer die, die einen Rang haben. Und es sind nicht viele, außer YouNow-Abonnenten. Juno-Abonnenten sind die meisten im Rang. Es gibt ein paar Drachis und es gibt ein paar Feuerringe. Die bleiben meistens allerdings unter sich. Und die Juno-Abonnenten. Und der Großteil davon ist sowieso nie auf dem TS. So. Was kann zu den Fenster nicht eine Flasche rein? Hab's auf YouTube gesehen. No hate. Da kam keine Flasche rein, da ist eine Flasche ans Fenster geschlagen. So lonely. So Leute, und damit ist es auch lonely für euch leider. Ich muss euch nämlich jetzt leider verlassen. Was auch immer ich da gerade gedrückt habe. Ich muss ja leider jetzt auch verlassen. Ich komme dann TS. Du kannst, wenn du TS willst, dann komm bitte jetzt gleich in den TS. Dann geh in den Support-Warteraum. Den mache ich dir mal eben auf. Dann bekommst du von mir eine Nummer. Die schreibst du bitte hier in den Chat. Und dann kannst du in die Räume rein. Tut mir leid, dann muss ich dir leider sagen, dann machen wir es morgen, weil ich will jetzt wirklich offline. 2 Minuten, das dauert mir jetzt zu lang, tut mir leid. Das hättest du leider früh überlegen müssen. Aber du kannst den Rang haben, kein Thema. Aber nur mit Verifizierung lasse ich die Leute in den Rang, aus Sicherheitsgründen. Kannst du bestimmt nachvollziehen. Dann muss ich den Raum wieder zumachen. So. Es geht, warte. Jetzt habe ich den Raum gerade zugemacht. Ja, du musst auch noch Sicherheitsstufe erhöhen, ne? Das weißt du schon. Bist du drinnen? Bin dann mal weg. Alles klar, Fibio, hau rein. Schönen Abend dir noch. Das kann sich übrigens normalerweise jeder Abonnent geben lassen, wenn er den Rang möchte. So, Sicherheitsverifizierung.
Die Nummer schreibst du bitte in den Chat rein. Das ist nur aus Sicherheitsgründen. Gut, dann markiere ich dich mal eben und gebe dir eben den Juno-Rang. So, alles klar. Dann kannst du auch jetzt in die Rangräume reingehen, in die Gemeinschaftsräume oben und in die Räume nur mit Rang. Genau, und dann hast du da nämlich so deine Vorteile. Gut, so Akku leer, wenn du an die Arbeitstasse denken könntest. Ja, ich werde es versuchen. Cooler Abend, gute Nacht. Alles klar, hau rein, gute Nacht. So, Mario, Dankeschön und hau rein, schönen Abend dir noch. Vielen Dank nochmal für die weiteren 100 Bannen. Mario, jetzt lass gut sein. Ich muss offline gehen. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Du Wahnsinniger, lass es gut sein. Vielen Dank. So, dann wünsche ich dir gute Nacht, schlaft schön. Tüdelü. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Abend. Ja, und wie gesagt, wünsche ich allen einen schönen Tag morgen, beziehungsweise ist es noch morgen. Alles klar. Hau rein.